willkommen zum Star Talk anlässlich der 7. Starnacht aus der Wachau. Herzlich willkommen im Namen des Veranstalters der IP Media. An dieser Stelle gleich ein ganz großes Dankeschön an alle Sponsoren und Partner und natürlich auch an die Medienvertreter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Jetzt gehen wir es aber gleich einmal an und berichten, wer heuer überhaupt mit von der Partie ist. Und dazu darf ich den Sendungsverantwortlichen der Starnacht, Florian Illich, zu mir auf die Bühne bitten und vom MDR-Redakteur Uwe Klosterknecht. Es ist ein toller Erfolg, würdest du sagen, dass der Erfolg wirklich auf den Musikmix zurückzuführen ist? Sicherlich auch zum Teil ist es quasi die Mischung, aber auch natürlich die vielen Künstler, die uns über Jahre begleiten, die dann hier auch wieder geballt in der Show vorkommen. Aber ich glaube, es ist auch natürlich auch die Rahmenbedingungen, die wir haben mit dem Ambiente, mit Dürsten, mit der Wachau, die schönen Bilder, die wir da auch mittransportieren können. Ich glaube, das ist ein Gesamtpaket, was einfach da zum Erfolg geführt hat. Ist es mittlerweile ein Selbstläufer? Also wenn ihr anruft und sagt, wir, die Starnacht aus der Wachau, der ORF, der MDR, hätten wir gerne mit von der Partie, kommen dann die Stars gerne und auf die Schnelle sozusagen? Sie kommen gerne, auf die Schnelle ist nicht immer so einfach. Also je mehr Planungs- oder Vorläufe wir haben, desto einfacher wird es, als was ein bisschen kurzfristig ist, ist nicht mehr so leicht, weil wir natürlich auch viele Namen davon dabei haben, die ihre Termine schon lang vorausgeplant haben. Aber die Bereitschaft zur Sendung zu kommen, die ist natürlich extrem gestiegen und ist auch nach wie vor gut. Und wer ist heuer mit dabei? Wir haben eben ein bunt gemischtes Acts dabei, die Künstler. Wir haben den Josh dabei, die Ina Regen und den Luke Angels, die uns ja heuer zu diesem extrem heißen Sommer auch noch die richtigen Hits geliefert haben. Wir haben Charlie Bohn und Simone, wir haben Mühlkamer, die sind ein bisschen stark. Es geht noch nie bis zur Michelle und was uns halt wahnsinnig freut, ist auch, dass wir die erste allgemeine Verunsicherung, die ERV heuer dabei haben und das natürlich passend zum 40-jährigen Jubiläum und eigentlich auch zum MTV-Abschied von den großen Bühnen, wenn wir auch auf Abschiedstournee gehen. Der MDR ist ja auch noch für Sie sehr dafür bekannt, für die unglaublich vielen Musikshows, die er macht. Was ist denn oder wie gut passt denn da die Starnacht hinein? Ja, wir sind verantwortlich für den Freitagabend, den Samstagabend, da machen wir in der Primetime jede Woche Unterhaltung und sehr erfolgreich. Und außerdem machen wir auch die Shows mit Colin Silbereisen in der ARD. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass die Starnacht hervorragend hineinpasst. In den letzten Jahren hat sich das Interesse immer mehr erhöht, verdoppelt. Also wir sind seit 2015 hier mit dabei und fingen deutschlandweit mit 500.000 Zuschauern an. Im letzten Jahr war es schon 1 Million. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir das mal ausbauen können und gehe da sehr gerne mit heute. Wow, das ist wirklich eine beachtliche Zahl. Wie schaut denn generell mit Kooperationen zwischen dem MDR und dem ORF aus? Ja, da gibt es ja einiges und wir sind auch auf dem Weg, da weiter fortzufahren. Also ich denke, bei der Starnacht werden wir dabei bleiben, weil es ist so ein Erfolgsrezept. Und andere Geschichten sind natürlich dann in Planung. Sie werden als kongeniales Duo bezeichnet und Sie werden auch heute Abend wieder gemeinsam Ihr Bestes geben. Bitte begrüßen Sie mit mir Barbara Schöneberger und Alfons Heiler. Hallo zu euch, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Servus, Barbara. Barbara, fangen wir gleich mit dir an. Alles gut? Alles gut gelaufen? Musst du dir gestern Kugelstiefel tragen oder ist ohne Garten? Na, gar nicht, oder? Hat es geregnet? Ich glaube, es hat genau aufgehört, als wir auf die Bühne sind. Wir sind ja Wettererfahren bei der Starnacht und haben tatsächlich das bisher immer geschafft, ehrlich gesagt. Dass es dann, wenn es wirklich drauf ankam, hat das Wetter mitgespielt und so war es gestern auch. Und am Anfang war es ein bisschen grau, aber es ist ja dann toll, sobald es losgeht, sind die Leute, dann ist es ehrlich gesagt auch wurscht, ob die einen Regencape anhaben oder nicht. Die wollen sich ja unbedingt amüsieren. Du hast mir mal erzählt, du liebst Generalproben, weil da läuft immer alles super, war es auch gestern so. Ja, also ich muss ehrlich sagen, haben wir beide so empfunden, glaube ich. Sonst ist immer so, dass ich sage, lasst uns doch die Generalprobe senden. Das ist viel lustiger als die Show, weil ich das gerne mag, wenn ich nicht genau weiß, was passiert. Das ist ja auch meistens so. Und gestern zum Beispiel waren jetzt so ein paar Sachen, wo ich von mir aus gesagt hätte, da bin ich doch froh, dass ich es nochmal machen kann. Na schau, einfach ums Wissen gegangen? Ich glaube, sie hat alles gesagt. Sie ist wie in der Show, sie sagt es uns auch, ja. Nein, es war wirklich so, dass gestern einiges daneben gegangen ist, deshalb bin ich völlig tief entspannt für heute Abend. Okay. Das ist wunderbar. Die Leute sind dann ab dem zweiten Teil total mitgegangen. Ich habe da lustigerweise heute in der Früh einen kleinen jungen Schöneberger Fan kennengelernt beim Frühstück, 11 Jahre alt, Thomas heißt er, ist hier aus der Gegend und sie sagt zu ihm, das interessiert sich vorhin, was war denn das Schönste gestern? Da hat er mir auch schon gesagt, wie du zur Blonden gesagt hast, sie ist eine Bladeprinzen. Okay. Das ist das Einzige, was du gemerkt hast, zu meiner 2-Stunden-Show, und sagt ja.
aber das hat jetzt nichts, der Plutz ist ein Bezug zur köstlichen Erde, ne? Ja, jetzt, du brauchst es nicht erklären. Nein, nein. Sag, habt ihr wieder so gerne Filme gedreht? Leider nicht. Bitte, don't go there, just don't go there. Das wusste ich nicht. Das ist ein spontanes Interview, ne? Nein, wirklich, er hatte sich schon wieder verkleidet als König Löwenherz oder was und dann hieß es diesmal nicht. Okay, aber beim nächsten Mal bestimmt. Alles klar. Aber Alfons, für dich war es ja schon ein Jubiläum. Ne? Wie oft hast du die Starnacht schon moderiert? Ich bin mir die anschaut, also ich glaube offiziell, es gibt so viele offiziell, das 10. Jahr, aber nächstes Jahr am Wörthersee wird meine 20. Meine 20. Show sein. Okay. Und bei dir ist es ja auch schon ein paar Jahre, ich glaube das 4. Jahr bist du jetzt mit dabei. Ich erinnere mich nur, wenn ich zurückschaue, sehe ich mich nur setzen und Prost sagen. Tatsächlich. Und wie oft warst du schon in der Wachau? Ich glaube, ich habe schon 87 Mal Prost gesagt in der Wachau. Und dazwischen haben wir auch Sendungen gemacht. Das mag sein, aber ich erinnere mich eben vor allem an das Gefühl. Ich bin wirklich, ich könnte mich anstellen als Botschafterin der Region. Ich reise durch die Welt und werde überall erzählen, wie schön es hier ist. Super. Du hast auch einmal erzählt, du würdest auch ganz gern adoptiert werden von uns Österreichern. Ja, tatsächlich. Ich suche noch einen passenden Vater. Ja, vielleicht findet sich einer. Ja, genau. Also so meine Vorstellung meines perfekten Vaters ist irgendwas zwischen 25 und 45. Kann ich damit kommen? Da bist du schon raus aus der Zielgruppe. Mit zum Adoptiert so, werden. Aber Alfons, vielleicht in Richtung IP Media, vielleicht darfst du was wünschen für nächstes Jahr. Für ja, das genau. Ja, was wünschen? Ja, vielleicht endlich einmal mit der Schöneberger ein Duett singen. Ja. Das wäre schon. In der Show. Ne? Das ist schwer verboten, dass die Moderatoren auch singen, da stellen sie so die Haare auf. Ne? Na, Gott, das schön. Ja, aber noch nie im Duett. Noch nicht im Duett, weil das gehen wir an. Das würde ich mir wünschen. Ja. Na gut, wir notieren. Alles klar, viel Spaß, alles Gute. Dankeschön, ciao, danke. Ich darf jetzt sehr herzlich willkommen heißen Christine Stark, Stephanie Hattel und Lani, Ben Zucker, Ina Degen, Luke Simone und Charlie Brunner, Josh, Franzi Gordi, Helmut Lotti, Die Sea, Semino Rossi, die Ehefrau gemeinsam mit Leo, aus Großbritannien, Kim Wilds und natürlich Herzlich willkommen! Sie sind
auf der Bühne seit vielen Jahren bereits ein Herz und eine Seele und seit einiger Zeit auch als privates Paar. Im zarten Alter von 8 Jahren stand Stefanie zum ersten Mal auf einer großen Bühne. Sie startete beim Kiddie Contest im ORF und belegte damals Platz 4. Das war dann der Beginn ihrer Karriere. Dann Luke Andrews auf dem blauen Teppich. Er heißt eigentlich Lukas Ehrenhöfer und hat natürlich dann, er hat in England gelebt ein ganzes Jahr, hat dort auch seine erste Platte aufgenommen, CD-Platte, glaube ich, darf man gar nicht mehr sagen. Er ist dann zurückgekehrt als Singer-Songwriter Luke Andrews, mit dabei auch bei der Starmacht Christine Stark. Mit ihrem neuen Album macht sie ordentlich von sich reden, zum Erfolg. Dürfte da auch jemand ganz Besonderer beigetragen haben, nämlich Matthias Reim, der deutsche Schlagerstar, war es auch, der den Titel produziert hat. Schön, dass Sie mit dabei sind. Semino Rossi, er hat die Starmacht aus der Wachau gestern bereits in Vollzügen genossen. Er macht so gerne Musik, dass er, als er ins Hotel zurückgekommen ist, gleich dort weiter Musik gemacht hat. Mit vielen anderen Musikern, eine ganz private Session war das, es hat ihm unglaublich getaucht. Als nächstes darf ich ein Ehepaar auf den blauen Teppich bitten. Es sind Stefanie Hertel und Lenny Lammer. Herzlich willkommen! Die Stefanie ist sowohl als Sängerin als auch als TV-Moderatorin sehr erfolgreich. Und das auch schon seit unglaublich vielen Jahren ist sie der große Star auf den Bühnen der Volks- und Schlagermusik. Und so richtig wohl fühlt sie sich, wenn sie auch mit ihrem Ehemann auftreten kann. Jetzt hat der Schweizer Wirbelwind ihren großen Auftritt. Francine Jordi, herzlich willkommen bei uns in der Wachau. Hallo. Die Schweizer Schlagerqueen, begeistert wie eh und je. Sie ist voller Elan und sie ist auch mit einem neuen Album am Start. Noch lange nicht genug, da ist sie wieder auf absolutem Erfolgskurs. Sie ist die absolute Ikone, Pop-Ikone der 80er und auch der 90er Jahre. Ich traue mich fast wetten, dass jeder, der heute im Saal ist, schon zu ihren Liedern gesungen und getanzt hat. Und sie hat ein fulminantes Comeback gestartet. Wir freuen uns sehr, dass Kim Wilde heute bei uns ist. Herzlich willkommen in der Wachau. Auf dem blauen Teppich mit Ben Zucker. Er hat wirklich ein unglaubliches Jahr hinter sich gebracht. Er schaffte es mit seiner fetzig-rauchigen Stimme, ja, in diesem Jahr unglaublich vieles zu erreichen. Er war wirklich 2-mal für den Echo nominiert. Er sorgt auch bereits für ausverkaufte Konzerthallen und Superstar Helene Fischer war von Ben so angetan, dass sie gleich einmal für ihre Stadiontournee engagiert hat. Und er hat auch mit ihr oder singt auch mit ihr Duette auf der Bühne. Lieber Ben, während du noch Fotos machst mit deinen Fans, wir kennen uns ja seit ungefähr einem Jahr. Wir haben uns kennengelernt bei der Starnacht in der Wachau. Ich weiß natürlich noch, was du hast. Wir sind gemeinsam Boot gefahren. Und das war das erste Mal, dass du uns in Österreich besucht hast. Und jetzt, ein gutes Jahr später, sehen wir uns wieder hier, auch bei der Starnacht. In der Zwischenzeit ist so viel passiert. Wir haben es gerade schon gehört. Die Tournee mit Florian Silbereisen, die Tournee mit Helene Fischer. Und in der Zwischenzeit haben dich die Österreicher auch ganz, ganz fest in ihr Herz geschlossen. Und das haben wir natürlich auch gemerkt daran, dass sich dein Album so gut verkauft hat. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, dir, nein, du siehst fantastisch aus, das ist perfekt dafür, dir heute hier bei der Starnacht dein erstes goldenes Album, goldene Schallplatte für dein Album, dein erstes Album zu überreichen und gratuliere dir ganz herzlich. Ja,